Stunde spazieren, ja, wie immer, und dann gehen wir gleich frühstücken. Also allerspätestens um 8 Uhr sind wir dann beim Frühstück. Um 10 Uhr ist dann die nächste Einheit. Da machen wir dann 10 Minuten Technik und 4x2x3 technisch-taktisches Ringen. 12.30 Uhr dann Mittagessen und morgen Mittag um 15 Uhr machen wir dann die abschließende Matheeinheit. 10 Minuten Technik. Sarah, die dritte Einheit ist jetzt rum. DM-Vorbereitungslehrgang der Junioren. Wie geht's dir? Weil 3 sind jetzt zwar nicht viel, aber doch, man sieht das. Ich habe es gesehen, am Schluss doch ziemlich dann auch die Puste aus. Ja, also ich fand es jetzt, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch anstrengend, aber ich fühle mich noch sehr gut. Also hat richtig Spaß gemacht. 3. Du und der Toni seid ja hier aus Remseck. Da ist ja dann in einem guten Monat die Deutsche. Du wirst auf jeden Fall, glaube ich, auch starten unter Toni. Das ist so, glaube ich, davon gehe ich aus. Das heißt für dich auch nochmal jetzt die nächsten Lehrgänge und auch so im Verein nochmal intensives Training, oder? Also du selber auch für dich, für die Vorbereitung jetzt. Also ja, wir trainieren speziell jetzt auf die deutschen Meisterschaften hin, aber passen auch auf wegen Verletzungen, also dass so Spiele oder so möglichst ausgelassen werden, dass man sich nicht so schnell verletzt. Aber ansonsten wird speziell jetzt gerade im Verein für uns trainiert, dass wir fit sind für die deutschen Meisterschaften. Die erste 3 und... Hast du angefangen mit Ringen? Weißt du das noch? Mit wie vielen Jahren ungefähr? Ja, musst du kennen. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, ja. Was war damals der Grund? War es der Kumpel? Hast du irgendwas gesehen? Oder war es auch die Familie, was wir jetzt von anderen gehört haben, dass das in die Wiege gelegt worden ist, dieses Ringen? Ja, das war ganz amüsant. Also bei mir in der Schule gibt es immer in der 5. Klasse oder in der 6. Klasse macht man so einen Zirkus. Und da habe ich eigentlich... Zirkus oder Zirkel? Zirkus. Der so wie, ja, was Spaßiges, was Akrobatisches oder so. Ja, genau. Und da habe ich einen gesehen, der hat einen Flickflack gemacht. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch können. Und dann habe ich halt ihn gefragt, was er denn macht. Und so bin ich dann zum Ring gekommen. Und gut, mit 12 ist jetzt nicht unbedingt spät, ist immer noch relativ früh. Früher auch Freistil probiert oder immer, wenn schon dann gleich griechisch-römisch? Weil man probiert ja erstmal aus, was einem lieber ist, welcher Stil. Du hast ja nicht immer Freistil probiert, oder schon? Ja, ich habe am Anfang immer beides gerungen. War eine Zeit lang sogar im Freistil ein bisschen besser als im Griechisch. Kommst du denn, dass du dann doch jetzt griechisch bist? Weil ich Freistil, also ich habe es dann mal... Dann habe ich auf Griechisch trainiert und dann habe ich das Freistil gar nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ja, also mir gefällt Griechisch auch viel besser als Freistil. Jetzt geht's ab nach Hause, nach Remseck. Wie lange brauchen wir von hier? Eine halbe Stunde, oder? Ja, eine halbe Stunde. Also das ist nicht so weit weg. Heute Abend wird gechillt, Bein hoch, oder geht's irgendwie noch Party oder so? Nee, also heute Abend ruhe ich mich aus, weil bei mir geht's am Montag gleich nochmal weiter in Freiburg auf den Lehrgang. Deshalb ruhe ich mich heute Abend aus und morgen noch ein bisschen. Du, Dara, dann viel Erfolg, guten Nachhauseweg und gute Vorbereitung noch, verletzungsfrei natürlich. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall Anfang März in Remseck. Ja, danke schön. Okay, also dann gute Heimfahrt. Und bereit sind jetzt am Wochenende, denkt dran, in 4 Wochen ist die DM. Gell?